Eine Forschungsgruppe hat mehrere Erdbeben in der Region Leipzig untersucht und kommt zu einem beunruhigenden Ergebnis. Demnach könnte es dort größere Erdbeben geben, die Zerstörungen anrichten könnten. Erdbeben in Deutschland? Eigentlich verrückt, aber offenbar doch möglich. Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das sind keine guten Nachrichten, die da vom Deutschen Geoforschungszentrum kommen. Das Forschungsteam hat zwei Erdbeben aus den Jahren 2015 und 2017 näher untersucht und ist zu einem beunruhigenden Ergebnis gekommen. Eigentlich ist diese Region kaum Erdbeben gefährdet, doch 2015 und 2017 gab es dort jeweils ein Erdbeben, einmal mit der Stärke 2,8 2015 und noch stärker 2017 mit 3,2 auf der Moment-Magnitudenskala. Ab 5,0 wird es gefährlich und die Beben waren zudem in einer Entfernung von 50 Kilometern noch spürbar. Aber was hat die Erdbeben ausgelöst? Eigentlich liegt Deutschland mitten auf der Eurasischen Platte. Erdbeben sind hier kaum zu befürchten, aber eben nur kaum und deutlich weniger. In der Region um Halle gibt es eine geologische Ausnahmeerscheinung, die Hallische Marktplatzverwerfung. Das klingt jetzt nach einem Riss im Kopfsteinpflaster, ist aber bedeutend mehr. Dort haben sich vor mehreren Millionen Jahren zwei Gesteinsplatten um mehrere hundert Meter in der Höhe gegeneinander verschoben. Eigentlich geht von dort keine Erdbebengefahr mehr aus. Doch die neuen Erdbeben weisen genau auf diese beiden Gesteinsplatten hin. Die Auslöser für die Erschütterung lagen nämlich in 22 bzw. 29 Kilometern Tiefe. Die Forschungsgruppe ist jetzt sehr besorgt, dass solche Erdbeben die Verwerfung wieder reaktivieren könnten und von dort größere Erdbeben ausgelöst werden könnten. Und auf solche Ereignisse sei man nicht gut vorbereitet, so der Leiter der Erdbebenüberwachung der Universität Leipzig, Sievert Funke, gegenüber Focus. Generell ist in Deutschland nur mit wenigen schwachen Erdbeben zu rechnen, doch trotzdem gibt es immer mal wieder welche. Anfang der 90er Jahre zum Beispiel im Rheinland, wo zahlreiche Häuser beschädigt wurden. Das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich musste wieder abgeschaltet werden, weil der Rheingraben zu sehr erdbebengefährdet ist. Die naheliegende Eifel ist aus geologischer Sicht ein aktives Vulkangebiet. Und erst am vergangenen Wochenende gab es ein Schwarmbeben im Vogtland an der Grenze zu Tschechien, also ein Beben, das aus ganz vielen Beben besteht, die in kurzer Zeit auftreten und das am selben Ort. Es erreichte eine Stärke von 3,3. Alles in allem ist das Risiko gering. Aber mit der Region Leipzig-Halle ist ein neues gefährdetes Erdbebengebiet dazugekommen. Und dort kann eben Schlimmes passieren. Wenn ihr also nichts zum Thema Erdbeben in Deutschland und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp und den anderen Messengern. Nur dann verpasst ihr kein Video, denn die Abo-Box auf YouTube, die ist ja ziemlich unvollständig. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klick zum Social Media abonnieren. Das geht hier. Da erfahrt ihr das Neueste aus der Social Media Welt und nicht die, genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, neuer Kontinent entsteht in Afrika. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.